Ja, ihr Lieben, jetzt fühle ich mich schon wieder genötigt, einen Tag später, nachdem ich das erste Corona-Video gemacht habe, ja, hier nochmals drauf einzugehen, weil ich ganz erschrocken war, als ich einen kleinen Videoclip von einem Bruder mir angeschaut habe gestern, und da hat er doch Bilder von Guantanamo drin, zwei Fotos, die offensichtlich irgendwie erlaubt sind, denke ich mal. Das hat er in so einem Videoclip Amerika, Where Do You Go, das steht hier auch drin. Und hier sehen wir eben die Gefangenen, ja. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Ihr könnt es ja mal weit größer machen, das Bild. Ich zoome das mal so weit wie möglich ran, dass man das auch erkennen kann, dass da diese Gefangenen in Guantanamo erstmal so ein schickes Kostüm anhaben durften oder mussten, so orange, was nicht jedem passte eigentlich. Das haben die wahrscheinlich in einer Einheitsgröße da gehabt. Aber denke ich mal auch so absichtlich, um die Gefangenen so recht lächerlich zu machen. Und dann mussten die knien hier auf steinigen Boden, auf Kiesboden. Ja, also das ist erstmal auch nie unbedingt sehr humanistisch, sehr liebenswert. Und dann waren die ja noch so speziell gefesselt, halt die Hände oder Arme waren da an so einem Gürtel gefesselt. Dann hatten die so eine Art Brille auf, wie bei so einer Gasschutzmaske, dann Kopfhörer, damit sie auch nichts mehr hören konnten. Also die Sinne haben sie ihnen verblendet, wahrscheinlich diese Art Brillengläser von diesen Schutzmasken waren auch vielleicht noch zugeklebt, dass sie auch nichts mehr sehen konnten. Und dann, seht doch, ja, haben die auch so eine Art Schutzmaske, so eine medizinische Schutzmaske vor Mund und Nase gehabt. Ja, also du siehst, ihr seht, diese Initiatoren, das sind mit Sicherheit dieselbigen, die halt diese Gefangenen, diesen armen Menschen da, die ja angeblich ganz blindwütige Terroristen sein sollten. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so stimmt. Ich habe die ja nicht gesprochen. Ja, die wurden auch genötigt, diesen Maulkorb, diesen speziellen medizinischen Maulkorb zu tragen. Ja, das muss man sich mal überlegen. Und da siehst du, da seht ihr die Initiatoren, die das damals umgesetzt haben oder vielleicht immer noch, ich weiß ja nicht, inwieweit Guantanamo auf Kuba immer noch besteht. Diese haben auch jetzt dafür gesorgt, dass der Pöbel, ja, das ganze Volk weltweit solch einen Maulkorb zu tragen hat, wenn er dort oder dahin geht oder sich dort befinden möchte. Ja, das ist sehr bezeichnend. Ja, daran sehen wir, dass sie uns als Gefangene, als ihre Gefangenen sehen, als ihre Sklaven, als ihre Untertanen. Und bezeichnend ist auch dieser Soldat, der hat ja keine Maske. Ja, also der hat, muss offensichtlich keine Angst haben vor Ansteckung von diesen bösen Terroristen. Und der schreit da gerade einen an. Es ist bloß die Frage, kann der das überhaupt verstehen? Ja, spricht er denn seine Sprache? Ja, also wir sehen die Leute, die uns hier das Leben immer mehr beschweren wollen, die sprechen unsere Sprache nicht. Das ist mehr als offensichtlich. Ja, da sollte jeder drüber nachdenken und die rechten Schlüsse ziehen. Friede sei allen, die die Liebe zur Wahrheit haben. Jeder sollte sich heute noch, heute, wenn ihr seine Stimme höret, seine Stimme ist Gottes Stimme gemeint, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Ja, das sind wir gewarnt. Ja, und die meisten Menschen verhärten auch jetzt noch ihre Herzen durch diese Maßnahmen. Sie sind
anderen Menschen, fremden Menschen feindlich gegenüber. Ich habe, denk da an so ein junges Mädchen, die mich angefaucht hat, letztens, als ich sie ansprechen wollte und ihr dieses Traktat überreichen wollte. Gehen Sie weg, gehen Sie weg. Ja, ich will nicht angesteckt werden. Ich will nicht angesteckt werden, sagt sie. Ja, also damit impliziert sie, dass jeder, der den sie nicht kennt, der könnte ja diesen schlimmen Virus in sich tragen und die anderen Menschen anstecken. Ja. Ja, also es ist wirklich schlimme Zeit und das war für mich sehr bezeichnend. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Schaut selbst, im Netz findet ihr sicherlich Bilder, vielleicht sogar bewegte Bilder von diesem unseligen Zustand, von diesen Gefangenen, die da stundenlang offensichtlich knien mussten auf steinigem Boden in einer wirklich beschwerlichen Körperhaltung und dann am Kopf so ausgestattet waren, dass das ja eigentlich jeder Beschreibung spottet. Und ihr seht es selbst, wie diese Gefangenen zurechtgemacht worden sind. Der Herr Jesus sagt ja, liebet eure Feinde, ja. Und daran kann man schon erkennen, dass diese Soldaten niemals Christen sein können. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Auch eben gerade die Obersten, die so etwas verordnen, dass die Gefangenen so malträtiert werden. Tja, liebet eure Feinde. Ja, tut wohl denen, die euch hassen. Ja, das sind wir aufgerufen vom Herrn Jesus. Betet für die, die euch verfolgen. Ja, das möchten wir immerzu tun. Und wir danken für jeden Tag der Gnade, die uns Gott noch schenkt, dass auch noch unsere Lieben, die wir so lieb haben, noch gerettet werden können, diese Gnade ergreifen können, Licht bekommen über diese Gnade. Also, alles Liebe euch, Friede sei mit allen, die die Liebe zur Wahrheit haben. Bis demnächst wieder. Ade.